Ja, ciao Marc, wie versprochen, da ein kurzer Witz. Lieber Marc, mich würde interessieren, welcher Skifahrer im Weltcup neben der Pöste die besten Witze erzählt. Findest du das heraus? Ja, das mit diesen Witzen ist wahrscheinlich nicht ganz einfach, aber ich nehme den Auftrag gerne an und versuche mein Glück mal. Also, los geht's. Jetzt haben wir hier Gino Gavetz. Er gilt ja so ein als Sprücheklopfer im Schweizer Team. Das bist du. Nein, ich bin nicht im Schweizer Team. Aber jetzt wollen wir noch etwas hören von dir. Und zwar einen Witz. Hey, könntest du einen Witz erzählen? Nein, ich bin schlecht im Witz erzählen. Ja, komm jetzt. Nein, ich bin wirklich ganz schlecht. Oh oh. Du hast mich schnell gesagt. Ich bin nicht ein Witzverzähler. Ich bin so ein Lustiger. Aber ich weiß, du hast immer einen parat, oder? Jetzt gerade nicht, das hast du mich schnell gefragt. Willst du etwas sagen? Sag du etwas, nicht lachen. Gestern habe ich gestaunt. Habe ich mit den Buben das schnell durchgegangen, im Bändli. Ja. Und nachher habe ich gesagt, ja eben Buben, weißt, wissen Sie, wieso haben die Österreicher bei der, im Helikopter nur zwei, einen Rotor weniger? Nein. Ja, das könnte näher an den Fels herfliegen. ja. Wie es halt so ist. Und dann schaut mich, das ist ein Fifi, oder? Der Rock. Ja. Gleicher Name wie du. Ja. Du, Papi, das geht, das bringt ja gar nichts. Weil es dreht ja, habe ich mega gestaunt. Ja. Clever. Daniele läuft gleich noch warm. Nein, ich könnte jetzt viele Sachen sagen, aber vor der Kamera muss ich schon zweimal überlegen. Ja, dann überleg noch. Das ist ein Witz. wenn am Samstag in die ersten 20 fährst, dann packe ich einen aus. Über wer machen die Deutschen Witz? Ja, über die Österreicher. Ja, dann kommt einer, oder? Alle machen über die Österreicher Witz. Aber viele sagen halt, ja, machen Witz über die Österreicher, oder? Kennst du das auch noch von früher oder immer noch? Ich kenne von der Zeit, wo ich in der Schweiz gearbeitet habe, dass immer Witze gemacht worden sind über Österreicher, aber ich kann es zurückgeben, auch in Österreich werden Witze gemacht über die Schweizer. Über die Schweizer? Ja. Hast du einen parat? Nein, jetzt gerade nicht im Moment, aber bis morgen denke ich mir einen aus. Okay, dann komme ich morgen wieder zu dir. Okay, bis können wir morgen machen. Super, danke. Ja, ciao Marc, wie versprochen, hier ein kurzer Witz. Als Mann einen Rock trägt, das zeigt Eier. Ja, Zumi, du darfst das gerne schnell wiederholen. Ja, eigentlich ist es für mich so, die Dümmsten sind die, die zweit werden im Biathlon. Wieso schon wieder? Ja, die laufen die mit einem Gewehr. Das ist wirklich gut. Also, vorher möchte ich sagen, ich bin kein guter Witzerzähler, aber mir ist jetzt ein Witz zugetragen worden und der ist wirklich sehr schön, für uns Österreicher natürlich. Also, in Kitzbühel am Ganslandhang und am Hausberg sind zwei Bauern unterwegs im Frühjahr und wollten die Wiese mähen. Und am Ganslandhang der Bauer mäht und mäht und der andere Bauer am Hausberg, der mäht nicht. Gell? Und dann geht der Bauer vom Ganslandhang rüber zu dem zum Hausberg und fragt, ja, warum mähst du nicht? Und dann sagt der Bauer vom Hausberg, ja, ich muss warten, da ist noch ein Schweizer Abfahrer unterwegs. Das war jetzt noch ein kniffliger Auftrag, aber ich habe versucht, das Beste für euch rauszuholen. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Oder hättet ihr vielleicht sogar noch einen besseren Witz?